So, willkommen zum, man kann es bereits lesen und wahrscheinlich auch im Titel lesen, zum ersten Versuch, Mini-Doom zu spielen. Das wird ein Vergnügen der dritten Generation, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, man braucht ein bisschen zum Laden, weil es ist ein Windows-Spiel. Und die Subroutine für Windows, die muss unter Linux halt immer erstmal laden, sieht man hier an der Festplatte. Deswegen dauert es beim ersten Mal ein bisschen länger, danach, weil es im Lesecache ist, trotzdem immer so lange. Aber ist ja jetzt gerade First Try, von daher. Oh, kacke. Und da kommt's auch schon. Aha. Disclaimer. Minidoom is a parody and intended for non-commercial commercial. Also. Ja. Warum ist die Schrift immer so schnell? Okidoki. Willkommen zur weltberühmten Pixelgrafik. Wir machen ein neues Spiel. Ich überschreibe damit mein Versuchs. Dixon Booster. Provided Slot Data will be. Ja, klar, der macht ja auch Sinn. Wie gesagt. Ganz leicht. Also, Standard. Wisst ihr was? Wir machen es mal richtig. Wir machen es mal mit dem ganzen, mit dem gesamten Text. Ah. Von daher. Mein Arbeitsspeicher ist ganz schön voll. Woran liegt denn das? Wer weiß. So, das hatten wir gerade schon. Kann man ja aber nicht überspringen. Schade. So, Clevera Studios und Fox Puppeli. Press NEK. Gut, das haben wir schon mal richtig gemacht. Okay. NEK nimmt er nicht. Er nimmt nur Enter. Oder auch nicht. Aha. So, New Game. So. Mars in the year. Also Mars im Jahr 2000XX. Wir öffneten das Gate nach Hölle. Legionen von Dämonen kamen raus. Ein Soldat konnte sie stoppen. Ja. Es ist praktisch bloß zerreißen und zerfetzen, also mit dem Tier. Gut, dann legen wir mal los mit dem ersten Level. Hier fällt gerade auf, es ist ganz schön laut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie laut das überhaupt sein muss. Ja, wollte so passen. Oh, doch, kriegt in Ordnung. Gut. Jump ist Leertaste. Das hatte ich schon herausgefunden. Weil ich habe es sogar verändert. Schießen war das hier, genau. Startmäßig ist es A und S, also die A-Taste und die S-Taste, deswegen tut man hier mit den Pfeiltasten. Ja, also gutes altes Mario-Feeling. Ich habe es ein bisschen umbelegt, und zwar springen habe ich auf Leertaste und schießen auf links Steuerung. Der erste Gegner ist schon mal weg, ohne dass wir natürlich einen Schaden genommen haben. Wir haben sogar einen Lebenspunkt dazu bekommen, was ist das? Achso, ich habe gerade eins aufgesammelt. So ein blaues Fleckchen. So. Tür öffnen und und in die Tür reingehen ist mit der Pfeil nach oben Taste. Was so ein Schwachsinn kommt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wollten die nicht noch eine Taste für diese Use-Taste belegen, also verwenden. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war Waffen? Waffenauswahl.
Das war up, down, left, right, shot, weapon. Ah, left, alt. Das da. So, man muss die Alt-Taste gedrückt halten und kann dann mit den Pfeiltasten halt rechte, linke Pfeiltaste, rechte Pfeiltaste, unten und oben. Und ja, in der Zwischenräume gibt es auch noch Tasten, da muss man dann die Links- und die nach oben-Taste gleichzeitig gedrückt halten, dann kommt man. Laut Handbuch, okay, bei nach unten funktioniert es. Wenn ich nach unten und nach links gleichzeitig drücke, komme ich hin. Oben geht's aber nicht. Interessant. Da funktioniert, da funktioniert's. Aber nach oben und links gleichzeitig geht nicht. Ist da gar keine Waffe, sondern es gibt nur sieben primäre Waffen? Keine Ahnung. Gut. Nein. Das da. So, springen. Und die Typen können nur gerade schießen, also ducken reicht aus. Das geht bei späteren Gegnern natürlich nicht mehr. Und ja, das gesamte Spiel ist ein bisschen langsamer. Das liegt daran, dass ich auch leichten Schwierigkeitsgrad Level spiele. Je schwerer das der Schwierigkeitsgrad ist, desto schneller bewegt man sich selber und die Gegner bewegen sich auch schneller. Ah, der Imp kann schon auch in beliebigen Winkeln schießen. Ah. Oder ist noch recht einfach zu langsam? Weiß ich gar nicht. So, unser erstes Upgrade. Wir können mehr Pistolenkugeln sammeln. Und unser nächstes Upgrade, Secret Room. Was auch immer die macht. Ich habe keine Ahnung. Aber es klingt lustig. So, müssen wir jetzt. Ja, jetzt haben wir die blaue Karte. Müssen wir jetzt zu einem irgendeinem blauen Punkt. Sind wir an der blauen Tür vorbeigelaufen? Ach, klar. Die fügt sich so im Hintergrund ein, die habe ich gar nicht gemerkt. Oh, ah, immer schön ducken. Das ist die beste Medizin. Und unser erster Speicherpunkt. Halt, also wenn wir jetzt sterben, werden wir hier wieder gespawnt. Arschloch. Nein, fuck. Er ist ein bisschen tiefer. Und dementsprechend bringt das Ducken nichts mehr, sondern da hätte ich jetzt gerade springen müssen. Aber dem wird es ein bisschen. Komm. Na, komm mal ran. Geht doch. So, jetzt muss ich gucken, wie ich den da unten unter mir erledige. Okay, nach unten schießen kann man nicht. Das hier ist übrigens, da kann man durch bestimmte Sachen durchlaufen, ohne dass man Schaden nimmt, solange man diesen lilanen Flavor hat. Das ist bei mir A und D. Das ist das, wo hier. Achso, ich kann meine Maus gar nicht benutzen. Interessant. Das ist das hier. Dabei nimmt man praktisch keinen Schaden, wenn man damit durch Fallen durchläuft. Zum Beispiel in diesen komischen Hampeleien. Huh! Ha! Oder? Nein? Ha! Mein Mist. Ich war zu tief. Dankeschön. Bitch, please. Ach, vielleicht sollten wir doch mal eine Schrotflinte benutzen. Achso, und während man dieses Menü hier offen hat, ist man auch praktisch im Zeitlupen-Modus. Die Zeit hält also nicht an, aber man hat doch eine Verlangsamung der ja, Umgebung. So, nach unten schießen geht übrigens, wenn man die richtige Taste drückt. Aber nach unten schießen kann man nicht. Interessant. So, hier haben wir eine gelbe Karte. Doppelsprung gibt's leider nicht, so wie bei Doom. 2016. Ah, ja, Backpack. Ja, hier kann man übrigens nicht cheaten. Halt also hier muss ich. Ach du Scheiße. Unser erster Fail. Fuck. Und das zweite Fail. Wie kann man jetzt runter?
Okay. Also hochspringen ist ganz normal springen und runtergehen kann man, indem man nach unten guckt, also sich duckt und dann springt. Wie gesagt, ich habe es nur mal ganz kurz angezockt, von daher alle Tasten, weil es gibt ja auch noch bestimmte Kombos, aber die kenne ich noch nahezu gar nicht. Oha, Erdbeben. Wir sind hier wohl in Japan. So wie ich das gerade mitbekommen habe. Wow. Was hast du denn gerade geöffnet? Hat die Spiel was geöffnet? Man weiß es nicht. Achso, von da kommen wir. Ah, ist Munition. Kann nicht schaden. So, Geldschlüssel haben wir. Aha, Granaten, ist ja interessant. Aber ganz ehrlich, die würde ich noch nicht verschwenden. Also erklärt ist es hier zumindest nicht. Mit G. Wollte gerade fragen, ob man im geduckten Zustand nicht springen kann, aber das war scheinbar nur bei mir bei der Tasteneinstellung. Danke. Achso, bin voll. Aha, oh, man kann es ja mit M erledigen, ist ja interessant. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Das ist Bullshit. Bullshit. So, gucken wir mal, was da links war. Diese Level soll wohl sehr linear sein. Okay. Aha, oha, Achtung, Fuck the shit! Bam, Headshot! EMG-Pistole. Ah, Plasma-Pistole. Die man auch bei Doom hat, standardmäßig. Also bei Doom 2016. Ja, das Spiel ist an Doom 2016 angelehnt, nicht an Doom 1 oder 2. Also es gibt ja, ich spiele ja jetzt gerade mit Doom 2. Das liegt natürlich nahe, dass es auch mal ein Doom 1 gab. Und ja, das gab es. Das war allerdings noch eine sehr frühe Version. Und die habe ich auch schon durchgespielt, da erkenne ich auch schon die meisten Sachen hier. Also, was die Bewegung und so angeht. Ja, hat allerdings nur eine wirkliche Map. Also, das ist eher so als eine große Map gedacht und die als nicht allzu viel. Das war praktisch eher nur sowas mit Machbarkeit. Das war, ja, es war ja klassisch als Parodie gedacht. Halt, also, das sollte eigentlich gar kein richtiges Spiel werden. Sondern es war halt eher so gedacht mit, ja, schau mal, Doom als Mario, guckt er doch selber nicht. Und, ja. Dementsprechend kam es allerdings so gut an, dass Leute sich halt mehr gewünscht haben. Deswegen halt Doom 2. Wo es dann praktisch halt jetzt auch wesentlich mehr Maps gibt, eine richtige... ja, Kampagne sozusagen. Und wollen wir hier mal? Ja, das ist allerdings nicht halt an Doom 1 oder 2 angelehnt, sondern das war halt nur Mini-Doom, was halt an Doom 1, glaube ich, angelehnt war vom Map-Design her. Sondern Doom 2 ist halt jetzt komplett Doom 2016-Style. Dementsprechend halt auch diese schicke Waffe, die man halt auch bei Doom 2016 hat. Genauso kommen später auch noch andere Plasma-Waffen, die dann auch... Achso, da waren wir gerade. Die waren wir nicht. Ist noch was anderes. Ja komm, stopp. Perfekt. Die Waffe scheint so ein bisschen stärker zu sein. Oha. Ach du Scheiße. Die Viecher können ja springen. Alle weg hier, alle weg hier. Was? Ich kann nicht hoch. Achso, Lockdown. Oh Gott. Ja, also ihr seht, 2016. Scheiße, ich hab mich. Ach du Kacke, ich glaub, warum sind jetzt hier so viele Gegner? Na komm, schieß doch! Schieß doch! Alter, ich kann nicht rein! Oh fuck! Oh Gott!
Gut, da kann ich mich teleporten gehen. Boah, Alter, fuck the shit, I'm out. So, das haben wir. Okay, die ist schon mal ein bisschen kräftiger, gut. Scheiße. Da bin ich eiskalt zu spät gesprungen. Und du das. Ah! Exit! Okay, wir haben alle Kills, wir haben alle Tode. Hä? Nee. Wir haben keine Tode, wahrscheinlich. Ja gut, Bestzeit haben wir natürlich nicht geschafft. Difficult logisch, wir waren auch einfach. Und wir haben nicht alle Secrets gefunden. Shit, ich habe die eine außen, den Außenbereich. Da bin ich ja wieder zurückgegangen. Na gut. Und ja, man kann hier nicht speichern, sondern hier wird immer am Ende der Map gespeichert. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob diese Automaten das auch global speichern oder nur halt im Level diesen Despawn-Punkt setzen. Ja, auf jeden Fall speichert man halt, wenn man ein Level geschafft hat. Zwischenzeitlich speichern kann man, glaube ich, nicht. Das war heftig, aber ich weiß nicht. Nö, mein Prozessor wird die ganze Zeit ruhig. War das Spiel wirklich so leicht? Das ist sehr interessant. Gut, wir. Ja, also, erstes Level ist vorbei. Ich werde aber noch mal ein bisschen was probieren. Und zwar starten wir einfach mal den zweiten Spielstand. Auf schwer. Mal gucken, ob es dann schneller geht, weil. Das kam mir wirklich extrem langsam vor. Also, was habe ich jetzt gemacht? Da wollte ich drauf. Dankeschön. New Game. Hardcore Mode. So, mal gucken, ob es jetzt schneller geht. Ja doch, geht etwas schneller. Aber auch nicht wirklich. Ja. Obwohl doch, es geht. Gut. Was heißt also, dass es so blä? Dass es so langsam war. Dass es so langsam war, war also wirklich tatsächlich das. Ja, das ist halt der leichte Schwierigkeitsgrad war. Wobei das jetzt wirklich schon sehr langsam war. Gut, die Levels werden allerdings später auch noch schwerer. Von daher würde ich mal sagen, das sollte erstmal gewesen sein. Ciao mit V.